Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starten wir mit der ersten Programmvorschau für die nächsten Monate bzw. für die Monate Oktober bis März 2021 und dazu sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gedacht, das erste Video dieser Art wird KC sein, weil sie ja schon angefangen hatten, am Sonntag den ersten Teil ihres Programms anzukündigen. Und gerade zum Beispiel Carlsen war ja letztes Jahr ein bisschen später dran. Aber nein, Carlsen hat jetzt doch schon als erstes sein komplettes Programm vorgelegt. Und deswegen schauen wir uns das doch mal an. Und wir starten natürlich wie immer im Oktober. Und zwar mit Sunny von Taiyo Matsumoto, ein Drama-Seinen. Der ist in 6 Bänden abgeschlossen, kommt alle 3 Monate zum Preis von 16 Euro pro Band, weil er den Graphic Novels zugeordnet ist, nicht dem Manga. Carlsen hat ja diese komische Unterscheidung so ein bisschen. Und in dem Manga geht es um ein Kinderheim, das Kinderheim Star Kids, und es ist das Zuhause für eine Gruppe von Waisen und Pflegekindern. Ihre Lebenswege aus der Vergangenheit sind so unterschiedlich wie ähnlich geprägt. Ihr Heranwachsen unter den behutsamen Augen der Heimleitung abhängig von individuellen Erfahrungen und Träumen. Allen gemeinsam ist ihr Zufluchtsort, das Wrack eines Nissan Sunny 1200, in den sie sich gemeinsam zurückziehen, um Pläne zu schmieden, sich in Fantasien zu flüchten, die Welt in Gedanken zu bereisen, ins Weltall abzuheben oder einfach nur für sich allein einen Moment aus dem Alltag zu entfliehen. Dann startet im Oktober ebenfalls noch eine neue Massiv-Edition und zwar zum Titel von Soul Eater. Das war mal ein sehr interessanter Titel, haben jetzt viele nicht mitgerechnet, es gab ja verschiedenste Kandidaten, aber Soul Eater hatten irgendwie nicht so viele auf dem Schirm. Wobei es natürlich absolut Sinn macht, den Manga nochmal aufzulegen, denn die deutsche Ausgabe ist ja schon ein bisschen länger abgeschlossen. Ein Manga von Atsushi Okubo, Action Shonen, der hat im Original mal 25 Bände gehabt, erscheint jetzt in einer 12-Band-Version, der erste Band ist 3-in-1, alle anderen Bände 2-in-1, erscheint alle 2 Monate. Der Verkaufspreis steht aktuell noch nicht fest. Ich denke allerdings, dass der sich im Bereich der anderen Massiv-Editionen, also wieder so um 10 Euro einordnen wird. Und es geht um Maka und die ist eine Waffenschmiedin in besonderer Ausbildung. Ihre Sense namens Soul Eater hat einen Charakter sowie außerhalb des Kampfes ein Eigenleben als lässiger Junge entwickelt. Um die ultimative Waffe des Todesgottes zu erschaffen, muss sich ihre Sense 99 böse Seelen und eine Hexenseele einverleiben. Nur so kann Maka ihre Ausbildung abschließen. Wie gesagt, das ist eine Sammelband-Edition, natürlich wieder im größeren Format mit einem neuen Cover-Design und wieder einem durchgängigen Rückenbild. Das ist ja so der Trend bei den Sammelband-Editionen und eigentlich auch ein ziemlich schöner. Und dann sind wir noch bei Santa Maria Heartland von Rise Torio. Ist ein Yaoi-Einzelband zum Preis von 8,50 Euro. Der hat doch deutlich Überlänge. Und im Militärstaat Santa Maria haben die Soldaten Lynn und Oliver eine schicksalhafte Begegnung. Lynn fühlt sich stark zu Oliver hingezogen, nichts ahnend, dass dieser ihn noch von seinen Kindheitstagen her kennt. Und zum Schluss gibt es im Oktober noch ein Sketchbook, also ein Manga-Zeichenbuch, sozusagen ein neues, und zwar Sketch Every Day. Einfach mit dem Zeichen loslegen mit Tipps und Tricks von Simone Grünwald für 20 Euro. Und ihr könnt sie dabei begleiten, wie sie Figuren entwirft, ihren Gesichtszügen einen individuellen Charakter verleiht und sie dynamisch in Posen setzt. Das Buch ist sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und ist nicht nur für Manga-Fans. Dann sind wir im November und zwar als erstes mit dem Titel BL Metamorphosen – Geheimnis einer Freundschaft von Kaori Tsurutani, ein Slice of Life. Der läuft bisher in 4 Bänden noch, erscheint alle 3 Monate für 8 Euro. Das ist, glaube ich, ein Großformatband. Der ist allerdings recht dünn, deswegen kommt auch hier der etwas ungewöhnliche Preis zustande. Und zwar geht es um Yuki, die ist 75 Jahre alt. Und als sie in der Buchhandlung ein hübsches Manga-Cover entdeckt, ist sie fasziniert von der erzählten Geschichte. Auf der Suche nach der Fortsetzung der Serie lernt sie die junge Verkäuferin Urara kennen, selbst Fan jener Manga-Serie und komplett überrascht, dass sich eine alte Dame für einen Boss-Love-Titel interessiert. Zwischen den Einzelgängerinnen entwickelt sich auf Basis ihrer gemeinsamen Leidenschaft für das Genre Boss-Love eine innige Freundschaft, das für sie viele neue Ein- und Aussichten bereithält. Was ich echt cool finde und ist auch ein Titel, der im englischsprachigen Bereich schon echt gehypt ist, auch dort gerade lizenziert wurde und schon einiges ja wirklich an positivem Feedback bekommen hat und ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen.
Dann gibt es außerdem im November noch den Titel Der Liebhaber von Kanta Gahama, ein Drama-Romance-Einzelband für 22 Euro. Das ist garantiert auch eher so im Bereich Graphic Novels anzusiedeln. Der basiert auf einer Romanvorlage und ist die autobiografische Geschichte der Liebe zwischen einer jungen Französin und einem 12 Jahre älteren Chinesen im kolonialen Indochina. Der Roman an sich ist weltberühmt von Marguerite Duras und wurde hier als Manga umgesetzt, behutsam und berührend. Mit intensivem Blick und sensibler Intuition gelingt es der japanischen Künstlerin, die knisternde Atmosphäre zwischen Melancholie, Emanzipation und Lust in sanft schillernden Bildern einzufangen. Dann sind wir eher wieder beim klassischen Manga im Dezember, und zwar bei Weekly Shonen Hitman von Koji Seo, ein Rom-Com-Edgy-Shonen. Der läuft bisher in 8 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate und es geht mal wieder um das Thema Manga-Zeichnen. Der kostet 7 Euro übrigens, habe ich noch vergessen zu sagen. Und es geht um Rinosuke Kensaki und er liebt Manga und will unbedingt Redakteur werden. Und während er auf sein Bewerbungsgespräch bei der Kodansha Manga-Redaktion wartet, liest er begeistert ein Storyboard, das ihm kurz darauf eine junge und schöne Mitbewerberin alles andere als erfreut aus der Hand reißt. Er wird tatsächlich eingestellt und ist hochmotiviert, als sein erstes Meeting mit einer Zeichnerin hat. Doch diese ist niemand anderes als seine damalige Mitbewerberin Tsubasa Takanashi. Und Ryosuke ist sich sicher, dass Tsubasas Manga ein Hit wird, doch seine erfahrenen Kollegen machen sich über ihre Qualitäten lustig. Daraufhin trifft er einen Entschluss. Er wird Tsubasa zur besten Mangaka Japans machen. Dann erscheint außerdem noch der Titel Gyo von Junji Ito, ein Drama-Horror-Seinen in einem Band wieder abgeschlossen für 24 Euro, also wieder Nachschlag bei den Junji Ito-Werken. Ist natürlich, bei dem Preis könnt ihr das wahrscheinlich schon vermuten, eine Deluxe-Ausgabe im Großformat mit Hardcover. Die Geschichte beginnt, als aus dem Meer tote Fische auf Metallbeinen auftauchen und an Land Angst und Schrecken verbreiten. Da nimmt die Katastrophe ungeahnten Ausmaßes ihren Lauf. Mitten hineingezogen in den übernatürlichen Horror wird ein junges Paar. Besonders Kaori reagiert auf den unerträglichen Gestank, der sich über die Insel legt und wird Opfer der mysteriösen Invasion. Verzweifelt versucht Tadashi, seine Freundin zu helfen und gerät an einen wahnsinnigen Wissenschaftler, in dessen Vergangenheit die Quelle des Bösen zu liegen scheint. Ebenfalls ein Titel, den ich so im Bereich Special Interest durchaus ansiedeln würde, ist Search and Destroy von Osamu Tezuka und Atsushi Kaneko, ein Action-Sci-Fi-Seinen, der ist in 3 Bänden abgeschlossen, kostet 15 Euro pro Band und Search and Destroy ist eine brillante, stylische Neuinterpretation des Tezuka-Klassikers Dororo in Form eines Sci-Fi-Thrillers. Nach dem Krieg setzte eine Massenproduktion von Robotern ein, welche schon bald die große Stadt geradezu überfluteten und ihr Dasein nun auf der Straße und im Untergrund fristen müssen. Eines Nachts taucht überraschend ein Mädchen vor einem Yakuza auf. Es trägt Pelz, ist bis an die Zähne bewaffnet und attackiert den Gangster, der eine junge Weiße namens Doro gekidnappt hat. Eine rasante Action-Story in retrofuturistischem Stil nimmt ihren Lauf. Dann sind wir außerdem noch bei My Hero Academia Ultra Analysis von Kohei Horikoshi für 12,99 Euro und es ist das 2. offizielle Characterbook mit allen Zusatzinformationen aus 5 Jahren My Hero Academia mit über 200 Charakterfiles, brandneuen Informationen, Hintergrundinfos, ein Interview mit dem Meister und auch seinen Twitter-Perlen aus den letzten Jahren mit vielen Farbseiten und 2 neuen Extras. Dann gibt es außerdem noch eine neue Serie aus dem Super Dragon Ball Heroes Universum mit dem Titel Universe Mission von Yoshitaka Nagayama. Action Shonen läuft bisher in einem Band noch. Für 6,50 Euro wieder ist die Fortsetzung vom Titel Super Dragon Ball Heroes Mission Dunkles Dämonenreich, hieß er, glaube ich. Das war ja, die ganze Geschichte basiert ja irgendwie auf einem Arcade-Game ursprünglich. Und in dem Teil der Serie geht es darum, nach der Entführung von Future Trunks lockt der mysteriöse Fu Goku und Vegeta auf den Gefängnisplaneten. Auf diesem Verbund aus mehreren Planeten versammelt Fu die stärksten Kämpfer für ein ganz besonderes Experiment. Um vom Gefängnisplaneten entfliehen zu können, müssen die Helden alle 7 Dragon Balls sammeln.
Und dann sind wir zum Schluss beim letzten Titel von Dezember. Das ist wieder ein Final Fantasy Official Memorial Ultimania Book. Und zwar dieses Mal für die Spiele 10 bis 14. Kostet 39,99 €. Wie auch bei den vorherigen Teilen der Enzyklopädie-Reihe ist es natürlich wieder Großformat. Es gibt wieder sehr, sehr viele Zusatzinformationen, exklusive Illustrationen, Infos und Produktionsnotizen zu den entsprechenden Final Fantasy Spielen. Und für Fans der Reihe ist es sicherlich empfehlenswert. Dann sind wir im Januar und da gibt es zur Abwechslung keinen einzigen Neustart, weswegen wir jetzt einfach schon mal mit dem Februar weitermachen. Und zwar als erstes erscheint zum Titel Der spazierende Mann eine neue und erweiterte Ausgabe. Der Titel natürlich von Jiro Taniguchi, ein Slice of Life Seinen Einzelband für 25 €. Jiro Taniguchis bekanntestes Buch, erstmals originalgetreu in japanischer Leserichtung. Mit 30 unveröffentlichten Seiten als Hardcover in einem größeren Format. Und Jiro Taniguchi ist natürlich der Meister darin, leise Stimmungen einzufangen, Atmosphäre aufzubauen und Empfindungen auszulösen. Und das schafft er wie kein Zweiter, denn er lässt hier seinen Protagonisten schlichtweg einfach nur spazieren gehen. Ein ländlich geprägter Vorort einer japanischen Großstadt bildet das äußere Szenario dieser 18 Episoden und nach innen zählen rein die stillen Beobachtungen der Natur, der Mitmenschen, des eigenen Verhaltens und eine Sammlung ganz alltäglicher Szenen, die in ihrer Schlichtheit verzaubern. Dann kommt wieder ein neuer Titel aus dem Hiro-Mashima-Universum sozusagen, also nicht nur festgelegt auf eine Serie. Es kommt Mashima Heroes Action Shonen Einzelband von Hiro-Mashima für 7 € und es ist ein ultimatives Crossover der Serien Rave Fairy Tail und Eden Zero, also für jeden Hiro-Mashima-Fan sozusagen, der sich für eine der drei Serien begeistern kann. Und während Fairy Tail Urlaub auf einer Insel macht, wird Natsu vom Geruch einer Frucht angelockt. Genau wie Shiki, der Kapitän der Eden Zero. Bald treffen die beiden und ihre Freunde auch auf Haru und seine Gefährten, doch diese sind ihnen zu Anfang nicht gerade gut gesinnt. Ein gemeinsamer Feind schweißt die Helden letztendlich zusammen, aber können sie den scheinbar übermächtigen Widersacher besiegen? Dann kommt natürlich auch wieder ein neuer Titel aus dem H.P. Lovecraft-Universum, und zwar Der leuchtende Trapezöder. Zumindest hoffe ich, dass der Titel so heißt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was ein Öder eigentlich ist. Oder ob man das so ausspricht, ist ein Drama-Horror-Seinen-Einzelband, natürlich wieder verfasst von Go Tanabe für 12 €. Wie gesagt, wieder Neues aus dem Bereich der Horror-Literatur, adaptiert als Manga. Vielmehr war leider von der Inhaltsbeschreibung noch nicht rauszubekommen. Das müsst ihr dann selber vielleicht herausfinden. Und deswegen sind wir jetzt auch schon im März fast am Ende mit 2 neuen Serien noch. Und zwar zum einen Ghostly Things ist ein Wunschtitel von mir. Den habe ich euch beim Manga News schon mal vorgestellt. Von Ushio Shirotori, ein Fantasy-Seinen, der ist in 3 Bänden abgeschlossen, kostet 7 €. Und da ihr Vater in Übersee arbeitet und ihre Mutter schon lange vermisst wird, muss die Schülerin Yachiho Takahara ganz allein ins neue Haus am Rande der Stadt ziehen. Schnell wird ihr klar, mit dem Haus stimmt etwas nicht. Seltsame Geräusche durchziehen alle Räume und immer wieder passieren gruselige Dinge. Aber davon lässt sich die taffe Yachiho nicht einschüchtern. Sie ist und bleibt fest entschlossen, hinter das Geheimnis des Hauses und ihrer Familie zu kommen. Eines Tages entdeckt die Schülerin einen kleinen Durchgang, der zu einer versteckten unteren Etage führt. Dort tummeln sich Geister aller Art und Größe und schnell wird Yachiho klar, dass sie nur hier bleiben kann, wenn sie sich mit ihren Geistermitbewohnern arrangiert. Wird sie mit den Gespenstern klarkommen oder proben die Ghostly Things den Aufstand? Zum Abschluss folgt dann noch ein neuer Shoujo-Manga. Da hatten wir jetzt in dem Programm sonst noch gar keinen. Aber der könnte vielleicht interessant sein, und zwar ist das Rosenblatt von Katiro Ishizue. Ein Fantasy, der läuft bisher in 2 Bänden noch für 10 € wieder im Großformat. Und als die Kutsche, mit der Stella reist, verunglückt, wird sie von einem geheimnisvollen Fremden aus den Trümmern gerettet. Ihr Held bringt sie zu einem märchenhaften Anwesen, welches von giftigen Rosen vor Eindringen geschützt wird. Ein Märchen? Oder ein Albtraum. Aus Geld, Not und Dankbarkeit beginnt Stella als Hausmädchen in dem Anwesen zu arbeiten und wird dabei immer weiter in den Bann des Fremden und seiner 3 Freunde gezogen. Nichts ahnen, dass die 4 noblen Herren ein untotes Geheimnis haben. Dann noch kurz ein paar Special Editionen, die in den 6 Monaten erscheinen. Und zwar zum 30. Band von Attack on Titan erscheint natürlich wieder ein Schuber, ebenso wie zu Band 10 von Dragon Ball Super und auch zu Band 30 von Food Wars. Limitierte Editionen gibt es zum Band 7 von Eden Zero, Band 25 von My Hero Academia
Und dann gibt es zu zwei Serien noch neue Einsteiger-Packs bzw. Doppelpacks zum Sonderpreis. Einmal The Demon Prince Band 1 und 2 im Doppelpack für 7,50 € und Attack on Titan The Harsh Mistress of the City 1 und 2 ebenfalls im Doppelpack für 10 €. Und damit sind wir dann tatsächlich auch durch mit dem Carlsen-Programm Oktober 2020 bis März 2021. Es waren ja doch einige Titel, vieles davon ist dieses Mal wirklich sehr speziell, viel Special Interest dabei, sehr viele Graphic Novel auch zu einem höheren Preis. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Welche Titel sprechen euch insgesamt an? Habt ihr Titel, die euch eigentlich ansprechen, die ihr gerne probieren würdet, aber wo ihr sagt, bei dem Preis könnt ihr es leider nicht ohne weiteres unterbringen? So geht mir das nämlich jetzt immer mal, weshalb ich mich so eher auf die 7- und 8-Euro-Serien konzentriere und hoffe, dass die anderen Verlage nicht so viel Zeug ankündigen, was mich interessiert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.